auf jeden Fall das Reichstagsgebäude. Die ganzen Ministerien, die so vom Band des Bundes da um die Spree sind. Und das Rote Rathaus. Die, von denen aus unser Land regiert wird, wie zum Beispiel der Reichstag oder die ganzen Botschaften, auch die die Beziehung zu Deutschland pflegen und ja, und natürlich die ganzen Ministerien. Politische Gebäude für mich sind Gebäude, in denen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Da sitzt Angela Merkel sozusagen drin, hat dort auch ihren Wohnort, obwohl sie da nicht wohnt. Also wir haben es gebaut, weil wir dachten, dass es vielleicht gut aussieht, also dass man es in Minecraft gut nachbauen kann. Und weil wir es halt auf Bildern fanden wir es auch gut und wir waren halt gespannt darauf, wie es in Minecraft halt aussieht, wenn man es nachbaut. Einige Aufgaben des Bundestags sind die Regelung des Bundeshaushalts, die Bundeskanzlerwahl, die Gesetzgebung und die Regierungskontrolle. Das Schwerste an dem Bundestag war die Kuppel. Und der Eingang. Hier haben wir ganz viele Bücher. Hier in jeder Ecke ist so eine kleine Couch zum Bücher lesen und so. Und hier haben wir halt noch so kleine Lampen hingebaut. Die nordischen Botschaften vertreten die nordischen Länder, wenn einer hier in Berlin seinen Pass verloren hat. Dann kann er da hingehen und sich ein neues holen. Das Gesundheitsministerium kümmert sich darum, halt um die Gesundheit der Leute in Deutschland. Und wir haben hier einfach einen ersten Raum gebaut, wo man halt hier einen kleinen Arbeitsplatz hat. Und hier hinten zwei Sofas. Und dann halt noch ein paar Bilder. Hier haben wir einen Sitzungssaal, wo halt besprochen wird, ob man zum Beispiel Medikamente halt in Deutschland erlaubt. Das hier drüben ist das Willy-Brandt-Haus oder auch das SPD-Parteihaus. Hier hatte ich in der unteren Etage schon mehrere Büros gebaut. Da werden die Nachrichten aufgenommen. Wir haben das Gebäude ausgewählt, weil wir generell Fernsehen mögen, also im Nachbau. Wir haben das jetzt auch nicht naturgetreu nachgebaut, sondern uns eher das zum Teil auch selber ausgedacht.